Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 in Gaiden State. Und ihr habt das ja in der letzten Folge mitgekriegt, wie ich mich hier so ein bisschen abgemüht habe mit den Stämmen, was ich jetzt hier schon an Geräten aufgefahren habe, und trotzdem gibt es immer mal wieder Probleme. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es lohnt sich halt, ne? Dieser Anhänger voll mit Hackschnitzel jetzt gleich in unserer eigenen Anlage. Der bringt halt richtig viel Schotter. Ne? Der bringt halt richtig viel Schotter. Und ich bin jetzt auch gerade am Überlegen, ob ich dafür nicht mal eine kleine CP-Strecke einstelle. Obwohl andererseits, nö, eigentlich brauchen wir das nicht, weil dann kann ich hier ein bisschen hin und her fahren, ein bisschen daddeln. Ist eigentlich auch eine schöne Sache. Also ich daddel ja auch hin und wieder gerne mal. So ein wenig auf jeden Fall. So, wie sieht es bei den anderen aus? Ah, guck mal, der Case ist jetzt auch gerade schon wieder auf dem Weg zurück zur Verkaufsstelle. Der ist jetzt gerade auch wieder zur Verkaufsstelle hin unterwegs und wird dort dann schön wieder ein bisschen Stroh verkaufen. Oh, der 8340 hat seine Aufgabe erledigt. Dann ist er fertig mit Düngen. Das ist nice. Und der 1455 hat durchdrehende Reifen. Alles klar. Also ihr merkt schon, es ist schon wieder was los hier. Ich muss mal gucken, was da so los ist. So, das können wir mal anlassen. Alles klar, du wolltest einfach nur wieder rauf auf deine Strecke oder raus auf, nicht raus auf die Strecke, sondern du wolltest auf den anderen Punkt drauf und bist zu steil gekommen. Das war das Problem, glaube ich. Kann ich dich hier einfach auf den aktuellen setzen? Würde das gehen? Ja, der hat ein paar übersprungen. Okay, dann passt das. Du bist hier im Feld fertig. Bist du auch wirklich? No, ich habe es verkehrt rum gemacht. Er ist in die falsche Richtung gefahren. Ich habe nicht drauf geachtet. Scheiße. Okay, dann müssen wir noch mal einmal einstellen und dann auf der anderen Seite starten lassen, beziehungsweise losschicken. Ich habe nicht darauf geachtet, wo sein Endpunkt und sein Startpunkt ist. Der ist hier oben angefangen, ne? Da habe ich nicht drauf geachtet. Mal gucken, ob die 2000 Liter, die ich jetzt dabei habe, ob die noch reichen für das restliche Feld. Weil das wird, glaube ich, ganz schön eng. Naja, wenn nicht, dann müssen wir da nochmal neuen Stuff kaufen. Das ist dann halt einfach so. Ist halt so wie beim Häckseln, ne? Da muss man halt auch Maschinen und Gerät erstmal einsetzen, bis man alles das Richtige zusammen hat. Und wenn du das Richtige dann zusammen hast, dann kannst du damit halt Vollgas geben. Es wird, glaube ich, auch ganz stark darauf hinauslaufen, dass wir uns irgendwie einen Scorpion King, glaube ich, besorgen für das Holzschnitzel-Gehäcksel. Aber ich glaube nicht, dass wir uns den mieten, sondern dass wir uns den kaufen werden. Dann werden wir damit so ein bisschen... Dann holen wir uns da nämlich die Stämme raus, fahren die Stämme davor und knallen die dann da rein. Oder wir machen die Stämme hier fertig am Waldrand und hauen die dann da rein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Muss ich mal gucken. So, hier ist der richtige Punkt, wo er eigentlich rauf hätte gesollt. Oder, naja, was heißt rauf hätte? Eigentlich hätte er da nicht rauf gesollt, aber... Das ist hier, naja, es ist halt wie es ist, ne? Gut, der ist unterwegs, der muss aufgetankt werden. Mal gucken, wann das soweit ist. Du bist aber wenigstens auf dem richtigen Kurs, am richtigen Ende des Feldes. Das passt. Und wo ist mein Abfahrer hier? Da ist er. Dann bringen wir den einmal wieder zurück. 10.000 haben wir gekriegt für den, oh. 10.000 haben wir für den vollen Anhänger bekommen. Finde ich ganz in Ordnung. Kann man mal machen. Man muss es auch so sehen, ne? Ich bekomme 10.000 dafür, dass ich Spaß ohne Ende habe mit riesigen Maschinen. So muss man es auch mal sehen. Und das ist schon... Also ich finde das ganz witzig mit der Holzgeschichte. Das ist halt so eine kleine Friemelei, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also, ich mach das gerne. Und ich finde auch die Forstgeschichten halt nicht so unspannend, muss ich auch sagen. So, ist der schon wieder ausgegangen? Ich glaube, der geht automatisch aus, wenn er
Ah ne, jetzt fängt er wieder an zu drehen und reinzuwerfen. Aber ja, doch, er wirft hier rein. Sehr schön. Bist du noch an? Motor zuerst anschalten. Ach, da ist noch was im Tank drin gewesen, ne? Das kippt er jetzt gerade raus. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. So, zack, einmal hier. So, jetzt aber hier mit volle Karacho rein. Volle Karacho rein. Sehr schön. Der ist weg. Jetzt haben wir hier vorne noch irgendwo ein Ästchen rumfliegen. Ne, das ist weggebackt. Das ist tatsächlich jetzt weggebackt. Das ist ja krass. Das ist komplett weg. Haha, lol. Gut, dann können wir den kleinen Kollegen ausmachen. Du bist da gerade bei, dich noch zu entleeren. Können wir das hier mal ein bisschen. Können wir das eigentlich auch länger machen? Ne, ne, das geht nur so. Mehr geht da nicht. Okay, dann bleibt das halt so. Das ist ja nicht schlimm. Dann holen wir mal den nächsten Ast. Den nächsten Ast aus dem Wald. Wo haben wir denn da den nächsten Oschi? Am liebsten würde ich die natürlich gleich so anheben. Oder so zu packen kriegen. Da ist einer, dass wir den auch richtig hin und her drehen können. Und also so wenig wie möglich Probleme damit haben. Sagen wir es mal so. So, das hier ist jetzt ja ein kleiner, ne? Der ist ja, an dem ist jetzt ja nicht so viel, an dem ist ja nicht so viel dran und der sollte auch nicht so viele Probleme machen wie jetzt gerade eben der andere große. Kann ich da nicht? Ach so, das ist schon das Maximale. Ah, okay. Da wieder 2000 bekommen. Schön. Also das finde ich gut, wenn man 2000 bekommt, so für fast nichts tun. Das ist ganz nice. So, einmal den richtig drehen. Einmal hier vorfahren. Zack. Ja, komm, geh rein da. Sehr schön. Und ich glaube, den zieht er jetzt auch schon komplett alleine rein, oder? Doch, doch, den müsste er alleine schaffen. Irgendwas muss er ja mal alleine hinkriegen hier. So, auf zum nächsten Baum. Oder wir holen uns tatsächlich so einen Scorpion King und dann beladen und entladen wir hier den Kollegen immer. Das ist natürlich auch eine nette Geschichte. So, erstmal schauen, wo können wir den hier anpacken? So ein bisschen rein ins Ge. Ja, das ist so ganz angenehm. Könnte was werden. Könnte tatsächlich was werden in diesem Ausnahmefall. Fahren wir einmal ganz kurz hier raus. Ich will mal ganz kurz die ganzen Blätter wegmachen. Das ganze Geästzeug. Nicht, dass uns das gleich stört bei der großen Maschine. Nicht, dass wir da noch irgendwelche Schwierigkeiten bekommen. Zack. Okay, das passt. Der eine Ast, da wird nicht. Der wird schon nicht dafür sorgen, dass wir jetzt hier irgendwelche Probleme bekommen. So, einmal lenken. Einmal schön slow lenken. Ah, okay, da hinten steht mir mein kleiner Kompaktlader im Weg. Aber vielleicht ist es auch eine ganz gute Idee, hier hinten das Stückchen abzunehmen. Dann haben wir das nämlich. Objekt ist zu schwer. Alles klar, dann bleib halt liegen. Dann haben wir das nämlich gleich verhindert, dass hier irgendwas passiert, so wie mit dem anderen Stück vorhin. So, einmal noch ein Stück weiter vorfahren. Wir sind von der Höhe her sind wir gut. Wir sind auch insgesamt von der Sache her sind wir gut. Wir können ja eigentlich loslassen. Lass den mal los. Den Rest machen wir mit dem Kleinen wieder. Dann schieben wir den von hinten wieder ran. Ja, sehr gut. So können wir das tun. Tut dann tun. Der steht natürlich ein bisschen dicht dran, der Große gerade. Wie viel Hackschnitzel haben wir gerade auf dem Anhänger wieder? Ein bisschen was. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass der Große da so steht, denn haben wir da eine Führung drin, ne? Sozusagen, so ein bisschen. Da geht sogar unter der Kralle durch.
Nice. So ein bisschen wie der kleine Bruder, der dem Großen da so ein bisschen, ne, ihr wisst schon, so ein bisschen hilft. So, zack. Einmal wieder zurück und das Ding hier mitgenommen. Komm, einmal richtig schön reinfallen, bitte. Ja, sehr schön. Weil dann kann ich dich auch, dann kann ich dich besser tragen. Oh. Man muss trotzdem noch aufpassen, ne? Man darf sich nicht verleiten lassen, nur weil der erst einigermaßen gut drinne liegt, irgendwie großartig, ruckartig hin und her zu fahren. Das ist nicht so gut. So, zack, den haben wir drin. Dann nehmen wir mal den Großen weg. Wo ist er? Da ist er. Einmal komplett weg. Am liebsten ohne den Ast da rauszuziehen. Ja. Denn den nächsten Kollegen, also wieder in den Kleinen rein. Hin und her gejumpe hier. Ja, jetzt habe ich natürlich so ein bisschen den Ast weggenommen. Den anderen. Aber das kriegen wir gleich wieder hin. 64% erst. Ich dachte, da wird jetzt schon mehr reinkommen. Durch den dicken Ast jetzt gerade. Naja, okay, dann ist das halt. Den ist es halt so, ne? So, wieder zurück. Kannst du mir jetzt mal... Ja. So, alles klar. Oh, ein ganz kleines Stück zurück. So. Und wieder nach vorne. Und jetzt den ganzen Kram hier reingeschoben. So. Weg damit. Tschüss. Das läuft. Einmal den R2-D2 wieder auf die Seite. Zack. Einmal ausgeschaltet. 82% ist drin. Das heißt, wir können da gerne nochmal einen ganzen reinschmeißen. Nach vorne fahren. Ich hoffe, dass da noch ein ganzer rumliegt irgendwo. So, einmal nach hinten. Das natürlich mit dieser Knicklenkung von dem Ladefahrzeug ist natürlich auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen anstrengend, aber ist ein bisschen komisch. Ah, da liegt auch noch einer, ne? Ja. Ich nehme mal den hier jetzt erstmal. Ist natürlich auch so ein bisschen komisch, die Baumstämme dann wieder auszurichten. So, wir ziehen das Ding hier jetzt erstmal raus. Und dann gucken wir mal weiter, wie lang der überhaupt ist und was wir damit anstellen können. Oh, das war jetzt aber unangenehm, dass der rausgefallen ist. So, einmal wieder dahin. Denn, zack. Na, haben wir dich? Dich haben wir. Sehr schön. Ich will mal gucken, ob ich den mit Haut und Haaren sozusagen reinschmeißen kann. Ohne den zu entasten vorher. Mal gucken, was dann passiert. Ob der Häcksler das nicht annimmt oder so. Aber eigentlich ist es ja egal, oder? Und glaube ich, hinten wieder hängen geblieben. Aber da können wir uns jetzt ja gleich mit dem Kleinen drum kümmern. Wenn ich den Kleinen entfinde. Da ist der Kleine. Ne, hinten sind wir nicht hängen geblieben. Eigentlich hätte er rumgehen müssen, aber ist er nicht. Naja, okay, dann ist das halt so. Wir werden ihn einfach mal von hier hinten so ein bisschen umschubsen noch. So ein bisschen reindrehen und dann drehen wir ihn komplett. Und dann drehen wir ihn drauf. Dann geht er mal mit den Ästen rein. Mal schauen, ob das ein bisschen mehr bringt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die Äste werden dann einfach nur... Die sind jetzt, glaube ich, kein Mehrwert. Das war ja, irgendwann hatten sie das, glaube ich, mal im 15er gemacht, dass wenn man... Oh, jetzt bin ich hier schon wieder hängen geblieben, oder was? Lol. Ne, das rein, das. So, einmal kurz wieder davon runter. Dann die wieder raus. Im 15er hatten die das ja einmal, glaube ich, gemacht, dass wenn man die Bäume mit Ästen und so weiter zum Sägewerk bringt, dass man dafür weniger Geld bekommt, ne? Man sieht halt nichts, ne? Das ist ein absoluter Blindflug, was ich hier gerade mache. Ich fahre nach Gehör. Zieht aber alles rein, ne? 100% Hackschnitze wieder am Anhänger. Cool, dann haben wir in einer Folge den Anhänger voll bekommen, ne? Das finde ich ziemlich nice. Das ist eine gute Geschichte. Mal gucken, wie viel wir jetzt noch hier reinbekommen. Mich würde das natürlich mehr freuen, wenn ich einen Scorpion King hätte, ne? Und dann mit einem Scorpion King die richtigen Stücke halt rausschneiden würde und
Naja, das ist halt so ein bisschen krumm, was ich hier gerade alles mache, meiner Meinung nach. Aber andererseits ist es auch in Ordnung. Großartig andere Sachen kann ich derzeit, glaube ich, eh nicht machen. Die Felder müssen nochmal erst die nächste Wachstumsstufe abwarten und dann ist gut. Krass, ich hab ja unter meiner Uhrzeit ist ja die Real-Life-Time, ne? Und meine In-Game-Time stimmt fast mit der Real-Life-Time überein. Das ist ja nice. Nur, dass der Tag nicht stimmt. Um einen Tag verschoben. So, einmal wieder richtig ausrichten hier. Nicht, dass ich... Der Dings, ne? Ja, der Upladepunkt ist extrem kurz vorher. Also du dockst da schon an und da kommt der Abladepunkt. Wahnsinn. Wie sieht das denn eigentlich aus mit dem Kollegen hier? Tanken, sagst du? Alter, du hast auch noch so richtig viel vor dir, ne? Da liegt halt noch so richtig viel Zeugs. Krass. Ja, tanken müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Wie weit bist du jetzt hier mit dem Düngen? Ja, das ist halt auch noch eine ganze Ecke. Das war halt ärgerlich, dass ich da doppelt gedüngt habe. Oh, wir kriegen weniger Einnahmen, ne? Das ist halt auch ein fallender Kurs, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil das steht ja nicht drauf. Das steht ja nicht drauf, dass das ein fallender Kurs ist für Holz, für Hackschnitzel. Warte mal, wo sind denn Hackschnitzel? Da ist Silage. Das sind Hackschnitzel. Und eigentlich steht das hier nicht mit dabei, weil da keine Verkaufsstelle für ist. Ha, interessant. Da haben wir jetzt schon wieder einen. Naja, okay, dann ist das halt leider so, dass wir dafür immer weniger Geld bekommen. Wobei das eigentlich, ist ja natürlich schade, ne? Da müssten wir uns fast schon so ein bisschen davor irgendwie ein Lager hinbauen und dann später irgendwie mit einem Förderband das alles auf einen Schlag reinhauen. So, Vorsicht, ich bin hier rausgefahren, es tut mir leid, aber es ist halt passiert. Ja, dann kannst du Holz also mehr oder weniger knicken. Sozusagen. Na gut, dann werden wir noch die Sachen, die ich jetzt hier so habe, dann werden wir das mal alles so ein bisschen nochmal weitermachen. Und dann kommen die ganzen Gerätschaften, die ich dafür habe, glaube ich, wieder weg. Weil wenn, ich habe jetzt gedacht, dass Holz eigentlich kein fallender Preis ist, sondern dass das die ganze Zeit schön bleibt. Und nicht, ist die Kiste an, ja. Und nicht hier, ich da auch noch abhängig bin. Also nur weil ich ein bisschen mehr verkaufe, kriege ich da jetzt weniger oder so. Ich dachte eigentlich, das bleibt schön gleich die ganze Zeit. Ärgerlich. Zack. Oh, das ist die Geschichte. Einmal den Stamm wieder rangeholt. Dann schieben wir den auch so wieder drauf, wie gerade eben den anderen auch. Ich glaube, das ist auch einer, der etwas kürzer ist. Also von dem her ist es kein Problem, den drauf zu schubsen und beziehungsweise auch hier so rumzufahren. Hoffe ich. Und ihn gerade zu kriegen. Ja, guck mal, da bin ich schon. Da bin ich schon sehr, sehr gerade jetzt. Oh, das ist ein bisschen hoch. Bisschen zu hoch gefahren. Okay, jetzt müssen wir von hinten mit dem anderen mal gegenschubsen. Schubsi, schubsi. Aber wenigstens ist die Sämaschine gleich schon fertig. Das heißt, da haben wir dann auch wieder den. Der Fendt ist dann wieder frei. Und dann können wir da auch wieder was Schönes mitmachen. Ja, nee, was? Wieso ging das jetzt hier nicht? Das ging auch nicht. Oh, willst du mich jetzt verarschen? Sonst ging das doch auch immer. Ah, jetzt. Jetzt geht er rein. Oh, der Dünger ist leer. Aber er sagt noch gar nichts, er sagt noch gar nicht, dass er leer ist. Was ist mit ihm denn los? So, jetzt sagt er, dass er aufgetankt werden muss. Gerät muss aufgefüllt werden, sagt er. So, ich mache den Häcksler nochmal ganz kurz aus. Und das Auffüllen des Super Awesome
Gerätes, dessen hier, was wir ja letztens schon gemacht haben, einmal, aber leider habe ich ihn dann verkehrt draufgesetzt, machen wir in der nächsten Folge. Würde ich mal sagen, wie viel fehlt noch? Ja, es fehlt noch eine ganze Ecke. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.